So, lesen wir noch mal die Mail. PNN, potenzielle Gefahr eliminiert. Patrouillen an der Burkino-Grenze haben in jüngster Zeit sehr viele ungewöhnliche Aktivitäten geortet. Es scheint, dass die Burkinis von einem Mutanten geplagt worden sind, einem riesigen, schnellen Aal. Nach neuesten Meldungen hat eine Person bzw. Personen unbekannten Namens das Ungetüm vernichtet. Immerhin sind die etwas ehrlicher als die anderen von den Prochas. Obwohl sich dieser Vorfall in Burkini-Gewässern zugetragen hat, kann an den vom Aal angerichteten Schaden erkannt werden, dass er zu Prochagebieten unterwegs war. Ich denke, wir können alle etwas erleichtert sein. Ja, ich habe auch euch praktisch geholfen. Übrigens habe ich bei euch immer auch eine schwache Leistung als Stand, das ist ein bisschen schade. Haben wir noch Aufträge hier? Ja, haben wir, das werden wir auch tun. Verteidigt unsere Fischgründe. Velkova Fishing Cabal. Bist du ein guter Kämpfer? Schnell im Handel und nicht auf den Kopf gefallen? Dann bist du für den VFC genau richtig. Das klingt wie ein Fußballclub. Ohne militärische Unterstützung durch Procha für eine wichtige Aktivität wie Fischen ist der VFC auf dich angewiesen. Als einheimischer Söldner trägst du Verantwortung für die Führung eines Attraktaton-U-Bootes. Eigene Geräte notwendig. Das Treiben von Fischen unter die Hirtenboote, Abwehr von Aggressoren, Bohines und Piraten und die gesicherte Rückkehr der in deiner Obhut befindlichen Boote. Ha! Haha! Mir wurde geschrieben in einem Kommentar, dass ich das Attraktaton nur für eine einzige Mission benutzen würde. Nein, nein! Jetzt habe ich auch eine zweite Mission gefunden, wo ich dieses lustige Gerät anwenden kann. Ha! Da ist es! So! Und jetzt werde ich es auch anwenden. Glaubst du immer noch, dass du für diese Aufgabe geeignet bist? Ja, das bin ich, weil ich hab's schon mal gemacht. Das Hirtenboot wird deine Hilfe vor dem Dock erwarten. Es wird gemunkelt, dass an den Rips ein Schwarm dieser kleinen bunten Fische unterwegs ist und das Hirtenboot dorthin fährt. An den Rips? Achso, bei den Knochenbogen wahrscheinlich, bei den Rippen. Ah, ich verstehe. Gut, dann würde ich mal sagen, ich kaufe ganz kurz mal ein paar Missiles. 48, ist okay. Oder 60, komm. 64 halt. Dann sichere ich das Ganze mal. Habe ich nämlich, ehrlich gesagt, gerade vergessen, als ich angelegt habe. Dann nehme ich den Auftrag an. Oh, Vernichtungswaffe gibt's auch hier. Stimmt, Vernichtungswaffe ist ein gemeinsamer Auftrag. Okay. Akzeptiere ich erstmal. Guck kurz mal, ob ich das Attraktor habe ich noch angelegt. Sehr gut. Und los geht's. Auf zum lustigen Fischen wieder. Und da leuchtet es schon grün. Moment. Erstmal die andere Waffe, vorsichtshalber. Hallo Schatz, ich soll dir Fische bringen. Das ist eine Schildkröte, das ist nicht direkt Fische. Ah ja, da ist dein Suchscheinwerfer. So. Hier soll es irgendwo Fische geben, mal sehen. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Schwärme? Ja, das ist richtig, aber ich muss mal einen Fisch finden, den ich da drunter lenken könnte. Ja, das ist natürlich ein super Problem bei Subculture, ausnahmsweise mal keinen einzigen Fisch zu finden. Ach, hier. Ja, kommt her. Ihr kleinen Scheißer, so. Schön mir nach. Alle dranbleiben, bitte. Genau. Und da ist ein weiterer Schwarm, den kriegt er auch gleich. War es nicht so, dass ihr bei zwei Schwärmen immer schon voll wart? Und da kommt auch gleich mit rein, der Schwarm, wie geil. Was noch nett? Ach, guck mal, da ist wieder. Komm her, Schwarm. Wunderbar, ich verteidige euch so lange ein bisschen. Ja, wo seid ihr denn? Die Orangen wahrscheinlich hier. Vergiss es. Ja, ja, ich komme ja schon. Oh, oh, Piraten natürlich noch. So viel Spaß muss ja sein, ne? So, direkt mal dahin fahren. Komm, 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 komm. Verpisst euch, ey. Sag mal, Piraten und Buhinis. Und ich werde die ganze Zeit beschossen, glaube ich. Ah ja, tatsächlich. Ja, seit wann arbeiten wir eigentlich zusammen, sag mal? Oh Gott, ich muss sofort da rein. Schnell, schnell! Das war übrigens ein relativ kurzer Auftrag, der mir gerade so auf. Aber dann haben wir noch zwei andere hier, die wir auch noch erfüllen können. Wie schön! So, eine ungelesene Mail, dazu kommen wir gleich. Ich brauche erstmal eine Schildreparatur, die du bestimmt hier hast, für viel zu viel Geld. Schildreparatur drauf. Schildreparatur drauf. Ja, dankeschön. Eine ungelesene Mail. Filet Gourmet Kochprogramm.
Hallo, ich bin Jason Sawyer. In der heutigen Sendung vom Filet Gourmet präsentieren wir Ihnen Top-Rezepte aus dem ganzen Ozeangebiet. Die Lage scheint sich gebessert zu haben. Dank der Unterstützung der Fischereiflotte durch das Militär können wir uns wieder ausgiebiger Fischfänge erfreuen. Falls Sie ein Abendessen geben und Ihre Gäste beeindrucken wollen, dann sind die Rezepte heute Abend genau richtig für Sie, nicht wahr, Jilly? Ja, stimmt, Jason. Schluck auf. Falls Sie Ihre Freunde eindrucken möchtest, probieren's das. Kein schlechter Tropfen. Schluck auf. Hä? Diesmal ein bisschen seltsam. Ja, danke, Jilly. Wart, ich bin nicht fertig. Heute präsentieren wir Ihnen Jackfish à la Mode. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich auf dich stehe? Komm her. Nicht jetzt, Jilly. Wir sind hier live auf Sendung. Oh, die ist aber ein bisschen betrunken. Wunderbar. Aufträge. Hängt nicht damit zusammen? Okay, was haben wir denn hier? Zick, versteckte Operation. Gegenspionagekommission, Zick, Freiberufler Rekrutierungsgruppe, Agent D. Velkova, keine Verbindung, unser Zeichen 345. Es handelt sich hier um eine Aufklärungsmission, die eine militärische Involvierung ausschließt. Wir brauchen für diese Aufgabe einen unerschrockenen Kerl, der in Zivilkleidung operiert und sich auf Tiefsee- und Spionageaktivitäten versteht. Das Ziel ist ein Bohine-Shuttle, das zwischen Tuka und Velkova patrouilliert. Wir möchten, dass du am Shuttle ein Big-Ear-Abhörgerät anbringst. Falls du keines hast, musst du unterwegs in Triton Zwischenstopp machen. Achso, okay. Sei vorsichtig, dass du vom Zielobjekt nicht gesehen wirst, da sonst die Operation auffliegt. Wenn du das Gerät angebracht hast, warte auf weitere Anweisungen. Vielleicht steckt auch gar nicht viel dahinter. Aber die Zick glaubt, dass wir durch das Boot einer ganzen großen Sache auf die Spur kommen. Du brauchst nicht zu wissen, worum es dabei geht. Es sei nur so viel gesagt, die Sache ist doppelt so groß, wie du dir vorstellen kannst. Warte mal. Doppelt so groß, wie ich mir vorstellen kann. Ich hatte schon mal so eine Mission, die einfach nicht geil war. Und schon doppelt so groß war, wie ich es eigentlich hätte verkraften können. Und wenn es jetzt mal damit so groß ist, wie ich es mir jetzt noch vorstellen kann, dann ist die Mission praktisch unmöglich. Aber okay, diese Information ist geheim. Wenn du diese Information auch nur im geringsten Preis gibst, wird man deine Teile von Triton bis Tuka auflesen können. Merke dir, wir haben in unseren Akten Abdrücke von jedem Teil deines Körpers. Wenn du uns verrätst, werden wir dich aufspüren. Ach, was für ein freundlicher Herr. Ich sichere das Ganze wieder. Und würde sagen, geh es eigentlich direkt mal an. Warum nicht? Was soll schon passieren? Los geht's. Wo geht das los? Wir brauchen, ein Big Ear anbringst. Wo ist denn das nur? Ach, zwischen Tuka und Velkova patrouilliert. Okay, akzeptieren. So, ein Big Ear müsste ich ja noch haben. Irgendwo. Nee, habe ich nicht. Ha, großartig. Habe ich alle verbraucht oder was, die Big Ears? Das ist ja ein bisschen doof. Na gut, dann werde ich halt unterwegs beim Triton was kaufen. Das Geld habe ich ja. Das ist ja hier so üblich, dass man... Das ist sowieso total lustig, dass man hier in diesem Spiel für seine Aufträge praktisch noch drauf bezahlt. Eigentlich total sinnlos. Ich meine zum Beispiel, was war denn das? Genau, diese Rettung von diesem Riesenaal hat mir zwar 5000 Flocken eingebracht, aber zum Beispiel der vergangene Auftrag, der mit der Fischerei gründen, hat mir kein einziges bisschen Geld oder eine Zigarette, kein einziges bisschen Geld eingebracht. Dafür musste ich eine Schildreparatur kaufen und, eine Schildreparatur. Für 1900 Attacken. Und hier ist noch Erzklumpen, ist auch geil. Bist du Schweiten? Ich glaube ja fast schon. Das ist gerade explodiert. Ja, tatsächlich. Schweiten, hallo! Ich würde ja gerne andocken und ein Big Ear kaufen, bitte. Zwei ungelesene Mails. Machen wir gleich mal. Nee, erstmal handeln. Erstmal handeln. Ganz ruhig, ganz ruhig. Big Ear kaufen. Ja, kaufen. Und die Mailbox. PNN-Mutation. Ein Bericht von Hillary Garcycle. Fischmutation wird immer zahlreicher. Diese neue Generation von Fischen verursacht ziemliche Probleme. Sie sind schneller, aggressiver und einige besitzen sogar elektrische Energie. Das Triton Technology Institute kann sich die Ursache nicht erklären und weiß nicht, warum die Mutagenwerte so hoch sind und zunehmen. Die Öffentlichkeit ist voller Angst vor diesen Mutationen. Okay. Da wird der Richter schon einen neuen Auftrag. PNN. Was ist Operation Broken Fin? Ein Bericht von Hillary Garcycle. Im Pocherreich kam es heute zu einigen Gerüchten, als die Zick-Infiltrationseinheit ihren ersten Report lieferte. Angeblich bereiten führende Militärs der Bohines die zweite Phase ihrer Operation Broken Fin vor. Die erste Phase war angeblich eine Jäger-Sammler-Übung, die auf führende Pocher-Wissenschaftler und Militärpräsidenten abzielt. Ja, daran kann ich mich erinnern. Die zweite Phase ist noch unklar. Bleiben Sie dran, wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Okay. Ich muss aber erstmal
zurück zum Velkova. Beziehungsweise zum Tugarif, je nachdem. Weil dort soll irgendwo ein Bötchen patrouillieren, das ich überwachen soll. So, Moment, werde ich kurz mal auch mal das richtige Ding anwenden. Das ist Big Ear, genau. Fahr ein bisschen durch unbekannte Gewässer, wie schön. Da unten ist ein Loch. Dazu kommen wir später. Ja. Dieser Fels hier in der Mitte nervt schon so ein bisschen. Da ist Beluga. Beluga ist gut. Aber das Falsche. Da ist der Knochenbogen. Der Knochenbogen ist gut. Da kann man sich wesentlich orientieren. Vom Knochenbogen muss eigentlich praktisch nur geradeaus fahren. Also Richtung Osten, da haben wir schon mal Velkova Station. Irgendwo hier müsste wahrscheinlich ein Bötchen geben. Gibt auf jeden Fall reichlich Schiffsverkehr hier. Ist irgendeins davon markiert? Da ist eins markiert. Wenn es das ist. Hä? Ah ja, da ist es. Okay, F1. So, jetzt muss ich darauf achten, dass ich nicht die Space-Taste drücke, sondern Steuerung. Okay, du bist aber, du weißt Gott, das ist echt eine kurze Route. Kann man sich irgendwie verstecken oder so? Tralala. Kommst du zurück? Ja, du kommst zurück. Ich folge euch nicht mehr. Ach, verdammt. Ja, das tut mir leid. Muss ich also nochmal laden. Sehr, sehr schade. Die 29. Ja, sichern brauche ich jetzt nicht. Aber ich kann ja Auftrag annehmen. So, zick. Einmal akzeptieren. Dann ablegen. Zugucken, wie irgendwelche Fische zermatscht werden. In Richtung Dingens fahren. Triton Institut. Die Frage ist, wo soll ich mich da damit verstecken? Weg, 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 weg. Warte mal, so. Mal jetzt ganz ruhig, bitte. Ein bisschen Konzentration hier. Das ist meine verdeckte Operation. So. Und danach werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen handeln müssen, um wieder ein bisschen Geld zu machen. Oh, 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 da waren gerade zwei Erzklumpen. Das tut mir in der Seele weh, die nicht mitgenommen zu haben, aber muss ja wohl sein. Doch nicht mitten als einer Auftrag, das geht ja nicht. So, so. Hoch. Ja. Komm ran. Ja. So, die Mails haben wir schon gelesen, deswegen klicke ich die einfach weg. So, einmal Big Ears bitte. Kaufen. Haben wir das jetzt? Ja, haben wir. Abliegen. Zur richtigen Waffe wechseln. Und am besten auch zum richtigen Werkzeug wechseln, wenn das mal geht. Ja, das geht. Das scheint so allgemein die Missionsmusik zu sein, fällt mir gerade so ein. Zigarette auch noch. Die muss ich unbedingt nochmal her. In der Faste war das schon wieder zu dem Dings greife, zu dem zum Stift und den Kram aufschreibe, aber das will ich erstmal ein bisschen lassen, weil das unterbricht das Ganze nur ein bisschen. So, hier ist Velkova Station auf jeden Fall. Und etwas hoch. Und irgendwo hier muss doch ein U-Boot sein. Da bist du. Wenn ich mich einfach an der Basis aufhalte, geht das denn wenigstens? Und ich habe eine Idee. Moment, wenn ich jetzt mal hier F2 drücke, dann hier so runter, also runtergehe und total unauffällig von hier unten lauere auf das Bötchen, wenn es mal wieder kommt. Auf 1. Müsste aus der Richtung irgendwie kommen. Ein bisschen in die Richtung fahren, so.
Irgendwann kommst du bestimmt wieder. Und dann müsste ich dir so einen Sendler verpassen können. Das Dumme ist, ich bin nicht gerade geduldig. Komm her, du scheiß Boot. Ach, dadurch. So wird sich immer Geduld. Aber hier ist auch noch ein Tower. Wenn ich ein bisschen drum rumfahre, geht's vielleicht. Ich muss mich aber noch ein bisschen versteckt halten. Ich weiß noch nicht genau, wie das gut laufen soll. Na komm, wo ist denn das verdammte Boot? Da ist doch schon das Tuka-Rief. So weit kann das nicht entfernt gewesen sein. Na komm. Nee, du bist es nicht. Weil du hast kein grünes Quadrat um dich rum. Ist etwa jetzt im Tuka-Rief drin? Das wäre auch lustig. Wäre nicht nur gerechtfertigt, weil immerhin... kann es sein, dass es da anlegt, aber irgendwie... Wo ist das Boot hin? Hier ist doch so ein garstiger Fisch und ein garstiger Rochen, aber kein garstiges Boot. Zum Rangstall Klecks bist du als Boot? Nein. Was habe ich den Auftrag überhaupt angenommen, sag mal? Bötchen, wo bist du? Ich muss mal gucken, habe ich den Auftrag überhaupt angenommen? Nein, habe ich nicht. Ja, wie wunderbar. Nee, doch, habe ich schon. Ich kann nämlich nicht speichern. Ist das verdammte Boot? Hilfe, mein Boot ist weg. Nein, ich will nicht einfach. Da ist es! Das war ja mal ein guter Schuss, der besten Willen. Okay, nichts leichter als das. Und was ganz nebenbei, was ich jetzt machen werde, ich werde mal die Musik und die Geräusche einfach mal umkehren, weil ich habe das Gefühl, dass die Stimmen zu den Geräuschen hören und nicht zu dem, zu der Musik. Fortfahren. Sie sind an den Rips, westlich von Tuka. Kümmer dich darum. Ja, natürlich. Du musst es ja nicht machen, du Heidi. So, da sind die Rips. Ich werde schon mal gleich in die Ego-Perspektive wechseln. Und offenbar eine etwas längere Folge, aber ist egal. Nicht. Ich kann so leider nicht besonders gut steuern. Ah, das sind aber schon einige. Kaputt. Das ist ja übel. Haut ab, haut ab. Oder geht kaputt. Mission erfüllt, das ist ja wunderbar. Oh mein Gott! Das ist nicht schön. Boah, erstmal die Hälfte meiner Torpedos. Weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe. Jetzt aber. Was für eine Schlacht, ey. Ihr habt doch gelitten. Ja, ja, es ist doppelt so schlimm, wie man denkt. Ja, das ist tatsächlich richtig. Piraten sind weg. Ich habe voller Panik übrigens die ganze Zeit auf die Steuerungstaste gedrückt, sodass ich nochmal drei Sender auf diesen riesen Orca abgelegt habe. Oh mein Gott, das war übel. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt relativ wenig Schaden genommen. Ich meine, es ist gerade mal ein gutes Viertel draufgegangen von meinen Schilden oder von meinem Rumpf. Dafür, dass ich relativ unvorbereitet daran gegangen bin, nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein oder zwei weitere Rumpfverstärkungen kaufen werde oder drei, ich glaube fünf ist sowieso das Maximum oder so,
dann bin ich mehr oder weniger unbesiegbar in diesem Spiel, aber das wäre ja an sich auch gleich mal so schlimm. So, wie auch immer. Auf zu der Cobra Station. Kriege ich Geld? Das wäre ganz schön. Gegenspionagekommission Kick. Freiberufer Rekrutierungsgruppe Agent Dewe Kova, keine Verbindung, unser Zeichen 345. Betreff Spionagetätigkeit. Moment. Betreff ist relativ lang. Gute Leistung, Soldat. Deine Arbeit hat sich gelohnt. Vergiss nicht, viele haben ihr Leben gelassen, um die Information für diese Mission zu bekommen. Die ZIK steht in deiner Schuld. Sie wurden ausgezeichnet mit 3500 Credits. Die habe ich gerade schon in Torpedos gelassen. Das war nicht so clever, aber gut. Schutzschilde sind noch okay. PNN Bohine-Konvoi zerstört. Das waren Bohines, das sah eher aus wie Piraten. Ein Bericht von Hillary Garcycle. Ein Bohine-Angriffskonvoi konnte unweit von Velkova Station in südlicher Richtung abgewehrt werden. Durch die schnelle Reaktion der Spionageeinheiten in der ZIK konnte die Bedrohung zurückgeschlagen werden. Sieht ganz danach aus, als ob die ZIK nun endlich an sie gestellten Aufgaben erfüllt. Nach den zivilen Unruhen vor ein paar Tagen ist zu erwarten, dass es durch die heutigen Vorfälle zu keinem weiteren Ausbruch von Unruhen kommen wird. Vergessen wir nicht, wer der wirkliche Feind ist. Ja, unsere Angst. Aufträge. ZIK Aufklärung oder Vernichtungswaffe. Ich würde erstmal sagen, ich sichere ganz kurz mal ab. Auf der 23. Mach einen Schnitt, aber ich werde gleich weiterspielen, weil es gerade irgendwie Spaß macht. Bis gleich.